Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. Im heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Chart sowie den aktuellen Bitcoin-Dominanz-Chart. Wir besprechen die Frage, warum Bitcoin am Fallen ist und wie sich während dieser Phase die Bitcoin-Wale verhalten. Zudem besprechen wir die neuesten Bitcoin-News und On-Chain-Daten. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Bevor wir mit dem heutigen Video beginnen, möchte ich daran erinnern, dass wir zurzeit zwei neue Events auf Bybit haben. Ihr könnt insgesamt 1610 Dollar als Einzahlungsbonus erhalten und bis zu 15% passives Einkommen auf eure Trading Balance, die ihr also auf eurem Trading Wallet haltet. Den Link zu all diesen Seiten, wo ihr euch noch mal in Ruhe die Events anschauen könnt, werde ich unter den Videos in einem Kommentar anpinnen. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin-US-Dollar 4-Stunden-Chart und wie ihr seht, Bitcoin ist heute von ca. 57.800 Dollar auf aktuell 51.800 Dollar abgefallen. Das war hier eine Korrektur von ca. 11% und weiterhin ist hier Bitcoin noch am Fallen. Und das habe ich in meinem letzten Video auch gesagt. Ich habe gesagt, es kann sein, dass wir nochmal runterfallen in die unteren 50.000er Bereich. Aber solange wir auf dem Wochenchart nicht aus der Seitwärtsrange zwischen 60 und 50.000 Dollar bärisch ausbrechen, solange gibt es noch keinen Grund zur Sorge. Und wir haben auch so vorgesehen, dass wir hier gestern bzw. vorgestern hier schon eine Korrektur hatten, die in der Spitze hier auch knapp 10% waren, auf Candle-Close-Basis allerdings nur ca. 6% und auf die Gründe dieser beiden Korrekturen möchten wir jetzt zuerst nochmal eingehen. Da sehen wir hier also den ersten News-Artikel, hier wird erklärt, wie diese erste Korrektur zustande kam und das hat hier eigentlich schon den Grund, wie ich es in dem letzten Video erklärt habe. Wir haben einfach gesehen, dass wo wir hier auf kurzfristig auf 59.000 Dollar angestiegen sind, dass hier sehr viele Long-Trader gab, die auf einen Breakout spekuliert haben. Als dann allerdings hier der Preis abgefallen ist, kam es zu einem Long Squeeze. Das heißt also, viele Long Trader wurden liquidiert. Das hat dann einen Kaskadeneffekt ausgelöst, der den Verkaufsdruck erhöht hat, da eben diese ganzen Long Trader ihre Longs verkaufen mussten, was dann eben den Verkaufsdruck angeheizt hat. Wir sehen aber auch, dass während dieser Zeit hier es höhere OTC-Outflows gab und dass hier auch nochmal höhere Bestände an Stablecoins gab, was dafür spricht, dass hier auch größere Investoren die Korrektur nachgekauft haben. Da werden wir später auch den On-Chain-Daten auch noch darauf eingehen. Wir sehen aber auch, dass hier vor allem an dem Chart hier der Coin-Dominancy, dass hier vor allem nochmal unerfahrenere Trader liquidiert wurden, weil wir hier gesehen haben, dass vor allem jüngere Coins hier abverkauft wurden. Das heißt also, unerfahrenere Trader mit zu hohem Hebel und auch unerfahrene Investoren haben sich von diesem Ausverkauf hier erschrecken lassen und dann vielleicht sogar hier im Verlust verkauft oder wurden eben liquidiert. Das ist auch der Grund, weshalb ich sage, benutzt keine zu hohen Hebel, vor allem nicht, wenn ihr noch unerfahrene Trader seid. Aber wenn wir uns hier mal den großen Chart anschauen, sehen wir, dass letztendlich der vorherige Ausverkauf hier keine große Sache war. Das war auch, wie gesagt, auf Candle-Close-Basis nur ca. 6%. Und wir sehen also, das war hier wirklich dieser Long Squeeze, der Grund für die erste Korrektur. Und jetzt gehen wir auch noch auf den Grund an für die zweite Korrektur, die wir hier aktuell sehen und die auch immer noch voranschreitet. Und zwar hat das hier etwas mit diesen News zu tun. Und zwar haben wir gesehen, dass in den USA jetzt hier eine Meldung kam, dass die Inflationsrate momentan 4,2% beträgt. Also sie ist höher als erwartet und sie ist auch stärker angestiegen, so stark, wie wir das das letzte Mal 2008 bei der letzten Finanzkrise gesehen haben. Diese News hat dazu geführt, dass hier die US-Aktien nochmal eingekracht sind, wie zum Beispiel der Dow Jones und auch vor allem der Nasdaq. Und das haben wir auch schon gesehen, als wir die Nachrichten erhalten haben von der US-Finanzministerin Yellen, die ja auch die Zinsen erhöhen wollte. Das hat ja auch dazu geführt, dass hier kurzfristig die US-Aktien abgefallen sind und das hat auch zum Ausverkauf bei Bitcoin geführt. Also hier, das ist dann auch wieder höchstwahrscheinlich der Grund, warum jetzt momentan hier Bitcoin am Fallen ist. Wenn wir dann also jetzt zurückkehren auf den Bitcoin-Chart, wir sind jetzt hier in dieser grünen Box. Wir werden auch später sehen, dass wir in dieser Range von ca. 52.000 bis 50.000 hier sehr großen Support haben, da hier viele Rates akkumuliert haben, was natürlich nicht bedeutet, dass wir nicht noch weiter abfallen können, beispielsweise nochmal runter auf 48.000 Dollar. Auf dieses Target kommen auch viele, weil sie eben sagen, dass wir hier zum Beispiel ein Rising Wedge geformt haben. Das können wir hier einzeichnen und viele meinen eben, dass das jetzt der Grund ist, warum wir hier am Fallen sind, da wir eben hier bearish aus dem Rising Wedge ausgebrochen sind. Und wenn wir hier uns dann das Target anschauen, dann wäre hier ungefähr das Breakout-Target so ungefähr bei 48.000 Dollar. Ich persönlich halte nicht so viel von diesem Pattern und ich denke auch nicht, dass das der Grund ist, warum wir hier bearish jetzt nach unten abfallen. Ich denke wirklich, dass es eher hier mit den News, die wir gerade besprochen haben, aus Amerika eben mit der Inflationsangst hier zu tun hat. Denn wenn wir hier etwas rauszoomen, sehen wir,
dass wir im Großen und Ganzen uns hier übergeordnet immer noch in einer Seitwärtsphase befinden, in der wir hier einmal Ausrutscher nach unten und auch hier ein Breakout nach oben hatten. Aber im Großen und Ganzen befinden wir uns hier zu 80% der Zeit zwischen ca. 60.000 und 50.000 Dollar und daran hat sich bisher noch nichts geändert. Und vor allem, was eben auch in einer solchen Seitwärtsphase typisch ist, ist, dass die EMA Ribbons hier nicht mehr wirklich als Support und auch nicht mehr als Widerstand dienen. Das seht ihr hier. Wir schießen hier einfach kurz drüber, kommen runter, wieder drüber, runter, drüber. Und das geht die ganze Zeit so. Und ihr seht also, die EMA Ribbons dienen hier weder noch als Support und noch als Widerstand. Das ist eben typisch, wenn wir keinen klaren Trend haben. Wenn wir einen klaren Trend hatten, wie wir das hier zum Beispiel so vor im Januar und Februar hatten, da seht ihr ganz klar, wir sind hier immer ganz deutlichen Support an den EMA Ribbons. Aber sobald wir hier keinen klaren Trend mehr haben, dann fallen wir einfach durch die EMA Ribbons und schießen sofort nochmal drüber. Das ist eben typisch für eine Seitwärtsphase, in der wir uns momentan befinden. Das sehen wir auch nochmal besser, wenn wir hier auf den Tageschart wechseln. Und zwar seht ihr auch hier, wenn wir die einzelnen EMA-Linien aktivieren, dass wir hier auch weder Widerstand noch Support großartig hier an der 2150er EMA haben. Ihr seht, wir sind jetzt hier einmal drüber geschossen, wieder drunter gefallen, drüber geschossen und jetzt fallen wir gerade nochmal drunter. Und da seht ihr, die 2150er EMA hat eben hier, als wir einen klaren Trend noch hatten, hier immer als sehr starker Support gedient und wir sind von dort aus immer abgebounced, was momentan während dieser Seitwärtsphase zwischen 50.000 und 60.000 Dollar nicht mehr der Fall ist. Allerdings könnte es schon noch sein, dass hier diese größeren EMAs, die wir nicht so oft antesten, wie momentan die 100er EMA, die wir hier in Rot sehen, nochmal als Support dienen könnte. Die hat hier das letzte Mal auch als Support gedient. Ihr seht, in diesem Moment testen wir sie an und es könnte auch sein, dass wir somit schon hier unseren tiefsten Punkt erreicht haben könnten. Falls dies nicht der Fall ist, dann können wir hier jetzt noch auf den Wochenchart wechseln, also sollten wir unter die 100er EMA fallen, dann haben wir hier eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir zuerst hier diese horizontale Supportlinie nochmal bei ca. 50.000 Dollar antesten und das wäre auch nichts Unübliches, denn wie ihr auch schon gesehen habt, wir kommen hier an den oberen Rand, korrigieren an den unteren Rand, kommen wieder an den oberen Rand, kommen an den unteren Rand wieder und ihr seht, das habe ich ja schon öfters gesagt, bei 60.000 Dollar, also hier oben, da werden wir abverkauft und in der Range circa bei 50.000 Dollar, da werden wir wieder aufverkauft und somit entsteht ja diese Seitwärtsphase. Wir sehen von oben Verkaufsdruck, von unten sehen wir Support und somit werden wir so von unten unterstützt, von oben abgewiesen und somit entsteht eben diese Seitwärtsphase. Und ihr seht auch, die 21er EMA, das werde ich hier noch etwas deutlicher machen. Ich deaktiviere mal die anderen EMAs und mache hier die etwas dicker. Da seht ihr auch, die befinden sich ja momentan bei 47.000 Dollar und die ist direkt hier unter unserem horizontalen Support-Level bei 50.000 Dollar. Das heißt also, es könnte sogar sein, dass wir kurz unter die 50.000 Dollar im schlimmsten Fall fallen und dann hier auf der 21er EMA Support finden, denn wir wissen ja, in einem Bullenmarkt dient uns die 21er EMA auf dem Wochenchart immer als Support. Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass wir runter korrigieren auf die 21er EMA oder dass wir so lange seitwärts laufen, bis die 21er EMA zu uns gekommen ist. Also entweder kommen wir runter zu 21er EMA oder die 21er EMA kommt hoch zu uns. Das sehen wir zum Beispiel hier 2017. Hier war es so, dass wir immer runtergefallen sind hier zu der 21er EMA, dort Support gefunden haben und dann die nächste Aufwärtswelle gesehen haben. Das haben wir zum Beispiel auch davor gesehen, in einer extremeren Form sogar 2013. Da seht ihr auch, wir kommen hier zweimal auf die 21er EMA zurück, sehen hier einen massiven Anstieg, kommen hier extrem stark runter und hier habt ihr sogar gesehen, wir sind hier kurze Zeit sogar für eine Wochenkerze unter die 21er EMA gefallen und sind hier sofort mit der nächsten Wochenkerze nochmal über die 21er EMA und hatten dann hier eine starke Aufwärtsbewegung. Das heißt also, im allerschlimmsten Fall könnte es auch sein, dass wir ganz kurz unter die 21er EMA fallen, aber dann müssen wir wirklich das nächste Mal nochmal mit der nächsten Wochenkerze sofort über die 21er EMA schießen. Sonst könnte es wirklich sein, dass der Bullenmarkt vorbei ist, was ich aber nicht glaube, da wir eben sehen, dass hier in dieser Range zwischen 60.000 bis 50.000 Dollar extrem viele Bitcoin akkumuliert wurden, worauf wir später noch eingehen werden. Das heißt also, wir achten jetzt auf drei Zonen. Einmal auf dem Tageschart, wie wir vorhin gesprochen haben, hier achten wir auf die 100er EMA. Ich aktiviere sie hier nochmal kurz, damit wir die nochmal sehen. Die liegt also hier ungefähr bei 51.000 Dollar. Die testen wir hier gerade an. Sollte diese 100er EMA hier auf dem Tageschart brechen, dann wechseln wir auf den Wochenchart und achten hier einmal auf das horizontale Support-Level bei 50.000 Dollar. Und falls diese brechen sollte, ist wahrscheinlich der tiefste Punkt, die 21er EMA, momentan bei ca. 47.000 Dollar, wo wir dann als spätestens Support finden werden. Das heißt also, so lange ist hier noch nichts Ungewöhnliches passiert. Wir sind schon öfters hier auf 50.000 Dollar abgefallen und sind danach immer wieder zu dem oberen Rand hier in dieser Range aufgestiegen. Das haben wir zum Beispiel hier auch gesehen, das letzte Mal am 26. April, wo wir zuvor hier auch am 19. April auf 50.000 Dollar abgefallen sind. Das war es also soweit zu der Bitcoin-Chart-Analyse und jetzt schauen wir uns noch kurz den Bitcoin-Dominanz-Chart an.
Okay, jetzt befinden wir uns auf dem Bitcoin-Dominanz-Chart und wie ihr seht, die Bitcoin-Dominanz ist ja weiter am Abfallen. Wir sind nur noch knapp über 42%. Und wie ihr wisst, das haben wir in den letzten Videos besprochen, während ja die Bitcoin-Dominanz abfällt, ist das sehr positiv für Altcoins. Und das sehen wir beispielsweise auch auf dem Ethereum-Bitcoin-Chart, denn hier haben wir ein neues All-Time-High erreicht. Wir befinden uns hier momentan fast schon bei 0,08 und wir haben somit hier auch schon fast unsere nächste Zielzone hier, den oberen blauen Rand dieser Seed-Box hier bei 0,084 schon fast erreicht. Wir befinden uns hier momentan auf einem 3-Jahres-Hoch. Das ist wirklich extrem bullish für Ethereum. Nichtsdestotrotz können wir hier aber auch etwas extrem Bullisches für Bitcoin sehen. Denn ihr seht, seitdem wir hier am Abfallen sind, schon über 60%, auf momentan nur noch knapp über 40%. Während dieser Zeit hat es hier Bitcoin geschafft, sich stabil in dieser Seitwärtsphase zu halten. Und das, obwohl eben hier sehr viel Bitcoin-Dominanz verloren gegangen ist, also Bitcoin sehr viel an Marktanteilen verloren hat und auch sehr viel Kapital von Bitcoin abgezogen wurde in die Altcoins. Und das ist wirklich extrem bullish, denn ihr seht, das letzte Mal, als wir hier so stark auf solch tiefe Level gefallen sind in der Bitcoin-Dominanz, dann waren wir hier an dem Tiefpunkt schon so ungefähr Mitte Januar. Und wenn wir uns mal anschauen, was hier passiert ist, also von dem 11. Dezember bis hier zum ungefähr Ende Januar, da seht ihr, dass wir hier sehr stark abgefallen sind. Ihr seht, als wir hier noch bei ca. 62% bei der Bitcoin-Dominanz waren, waren wir hier auf dem US-Dollar-Chart an unserem All-Time-High. Und als wir dann hier mit der Bitcoin-Dominanz abgefallen sind, hier bis Januar, seht ihr, sind wir hier schon runtergefallen von 20.000 Dollar ungefähr auf 8.000 Dollar. Also das heißt, wir hatten während dieser Zeit hier schon in der Spitze einen Ausverkauf von 71%. Und jetzt, wo wir nochmal sehen, dass die Bitcoin-Dominanz genauso stark am Abfallen ist, sehen wir einfach, dass es hier Bitcoin trotzdem schafft, sich hier noch stark in dieser Seitwärtsphase zu halten. Und daran sehen wir einfach, dass während dieser Korrektur hier es wirklich große Investoren gibt, die weiterhin diese Seitwärtsphase benutzen, um Bitcoin zu akkumulieren. Das werden wir gleich auch noch in den Bitcoin-On-Chain-Daten sehen. Aber hier fragen mich ja auch viele, wann ich persönlich nochmal umschichten würde von Altcoins zurück in Bitcoin. Und dazu habe ich jetzt auch einen Newsartikel, aber im Endeffekt erklärt er hier das Gleiche, wie ich eh schon gesagt habe. Ihr seht also, Bitcoin ist weiter am Abfallen auf der Bitcoin-Dominanz und wir nähern uns also dem Tiefpunkt hier ungefähr dieser 30er Zone. Das ist unsere erste Zielzone. Aber hier in dem Artikel sehen wir, dass vielleicht sogar Bitcoin noch unter das 30er Level fallen könnte und man sollte also aufpassen, nicht zu früh seine Altcoins nochmal zurückzutauschen in Bitcoin. Das heißt also, unsere erste Zielzone, wie wir schon besprochen haben, ist hier unten dieser gelbe Kasten zwischen 40-35%. Aber hier werden wir noch nicht sofort unsere Altcoins zurücktauschen in Bitcoin, denn wir möchten jetzt zuerst warten, ob wir hier auch wirklich eine Umkehr, also eine Trendumkehr von diesem Abwärtstrend zu einem neuen Aufwärtstrend sehen. Nämlich falls dies nicht passieren sollte, könnte es nach wie vor noch sein, dass wir noch weiter nach unten fallen. Allerdings denke ich nicht, dass wir noch deutlich unter 35% fallen werden, denn das letzte Mal, wo wir hier runtergekommen sind, seht ihr, hatten wir sofort einen starken Bounce, haben hier diese Zone nochmal als Support angetestet und seitdem dann hier höhere Hochs und auch höhere Tiefs geformt. Das seht ihr nochmal hier. Wir hatten dann hier eine Abfolge von höheren Tiefs und hier auch eine Abfolge von höheren Hochs und sind dann hier nochmal von ca. 34% aufgestiegen bis auf über 70%. Das heißt also, unsere Zielzone ist nach wie vor hier unten der gelbe Kasten zwischen 40% bis 35%. Diese Zielzone haben wir fast schon erreicht und hier wollen wir dann wirklich darauf warten, ob sich dann hier die Vergangenheit nochmal wiederholt. Das heißt, dass wir hier von hier unten dann einen starken Anstieg sehen und nochmal einen Aufwärtstrend starten. Erst dann, wenn wir wirklich diese Trendumkehr von dem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend sehen, würde ich nochmal stufenweise meine Altcoins zurücktauschen in Bitcoin. Das geht aber wirklich nur mit Altcoins, die ihr nicht langfristig halten möchtet. Also wenn ihr hier so gesehen einen Trade durchgeführt habt, wenn ihr natürlich Altcoins habt, an die ihr langfristig glaubt, könnt ihr die natürlich noch halten. Wenn ihr allerdings Trader seid, würde ich dann wirklich nochmal die Altcoin zurücktauschen in Bitcoin. Das ist also hier mein Vorgehen. Auf diese Trendumkehr warte ich. Solange wir diese Trendumkehr nicht sehen, werde ich ganz normal meine Altcoins, also jetzt meine große Ethereum-Position, halten. Okay, kommen wir jetzt zu dem ersten Teil unserer Krypto-News und On-Chain-Daten. Und hier sehen wir einen Artikel, der dafür spricht, dass unser Bitcoin-Bullrun noch nicht in naher Zukunft enden wird. Und das erklärt sich hier über diese Bitcoin-Railmap. Ihr seht hier diese grünen Preiscluster und das sind eben Preiscluster, wo hier Wale oder Institutionen Bitcoin in großen Mengen akkumuliert haben. Ihr seht hier ein sehr großes Preiscluster, war bei 58.000 Dollar. Hier wurden ungefähr 120.000 Bitcoin gekauft. Ihr seht noch ein weiteres Cluster ungefähr hier bei 52.000 Dollar. Hier wurden 45.000 Bitcoin akkumuliert und somit könnte es auch sein, dass unsere Korrektur jetzt nur bis 52.000 Dollar geht, also dass wir dort unseren Boden finden könnten. Zusätzlich sehen wir auch noch, dass wir hier auf den Exchange ungefähr 11 bis 11,5 Milliarden Dollar liegen haben in Stablecoins und diese werden ja auch genutzt, um in Korrekturen nochmal Bitcoin nachkaufen zu können. Diese
große Akkumulation und diese große Mengen an Stablecoins sprechen eben dafür, dass hier unser Bitcoin Bull Run noch nicht zu Ende ist. Und das können wir auch noch weiter uns anschauen mit den On-Chain-Daten. Hier sehen wir eine On-Chain-Grafik hier von CryptoQuant und wir sehen, dass hier wirklich momentan ein All-Time-High an Stablecoins auf den Exchange liegt. Jetzt circa 11 bis 11,5 Milliarden, die so dann im Fall einer Korrektur genutzt werden könnten, um die Korrektur hier nochmal aufzukaufen und weiterhin Bitcoin zu akkumulieren. Wir sehen hier noch eine weitere Grafik und zwar sehen wir, dass hier wirklich die Balance auf den OTC-Desk weiter am Abfallen ist und somit sehen wir eben, dass die Nachfrage an Bitcoin größer ist als das Angebot und solange wir diesen Zustand haben, können wir auch davon ausgehen, dass der Bullrun weiter voranschreiben wird, denn wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, muss normalerweise ein steigender Preis resultieren. Und wir sehen auch noch, dass hier über die OTC-Desk jede einzelne Korrektur nachgekauft wurde. Das hier schon seit Ende April. Ihr seht Ende April, wo wir hier nochmal abgefallen sind, sehen wir hier diesen Ausschlag auf den OTC-Desk während der Korrektur, genau hier an dem Boden der Korrektur sogar. Und das spricht eben dafür, dass hier wirklich Institutionen über die OTC-Deals hier die Korrektur nachkaufen. Das haben wir auch so gesehen, hier nochmal Ende April und jetzt hier auch Anfang Mai. Und bei der jetzigen Korrektur werden wir das wahrscheinlich dann nochmal sehen, dass hier nochmal die OTC-Transfers ansteigen und diese Korrektur dann hier auch nochmal nachgekauft wurde. Und hier auf CryptoQuant sehen wir auch noch die Balance der Bitcoin auf den gesamten Exchange und ihr seht auch eindeutig, seit August 2020 sind wir hier in einem klaren Abwärtstrend. Das zeigt uns also, dass nicht nur auf den OTC-Desk die Nachfrage an Bitcoin größer ist als das Angebot, sondern hier auch auf den gesamten Exchange und das ist hier auch auf jeden Fall fundamental sehr bullish für Bitcoin. Und hier eine weitere On-Chain-Grafik, die uns hier wirklich zeigt, wie extrem hier in dieser Range zwischen ca. 50.000 bis 60.000 Dollar akkumuliert wurde, zeigt uns hier nochmal eine Grafik von CryptoQuant. Und zwar sehen wir hier die Outflows von Coinbase Pro. Und ihr seht, hier wurden ungefähr von Institutionen in der Range hier von ca. 48.000 bis 60.000 Dollar seit Februar ungefähr 154.000 Bitcoin akkumuliert. Und wie wir wissen, über Coinbase Pro, dort kaufen wir auch die US-Institutionen ein. Und diese hohe Menge an Bitcoin, die hier ausgezahlt wurde während dieser gesamten Zeitwärtsrange, spricht schon dafür, dass hier vielleicht schon Institutionen, die bereits Bitcoin haben, nochmal nachgekauft haben oder auch neue Institutionen hier jetzt diese Seitwärtsphase genutzt haben, um Bitcoin zu akkumulieren. Wir sehen also, die Balance auf den Krypto-OTC-Desk ist am Fallen, die Balance der Bitcoin hier auf den Exchange sind am Fallen und wir sehen in dieser großen Range zwischen 50.000 bis 60.000 Dollar, dass hier wirklich gewaltige Mengen an Bitcoin akkumuliert wurden und das ist ungewöhnlich für das Top eines Bullruns, denn dort möchte jeder verkaufen und nicht kaufen und deswegen können wir davon ausgehen, dass der Bullrun noch nicht beendet ist. Kommen wir jetzt zu den Krypto-News. Und diese sind auch sehr bullish für Bitcoin. Wir sehen hier ein weiteres Unternehmen, Palantir, welches jetzt auch Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert und auch wahrscheinlich in Bitcoin investieren wird, also Bitcoin seinen Balance Sheets hier hinzufügen wird. Palantir ist ein Software- und Analyseunternehmen. Das wurde hier unter anderem gegründet von Peter Thiel, das ist der Co-Founder und dieser ist unter anderem auch Co-Founder von PayPal. Und zudem hat hier Peter Thiel auch schon vor ca. 3 Jahren in Krypto-Mining-Startups und Exchanges investiert. Also er kennt sich mit Bitcoin aus und demnach denke ich, ist es sehr wahrscheinlich, dass Palantir auch hier noch in Bitcoin investieren wird, also Bitcoin seinen Balance Sheets hinzufügen wird. Soweit also eine sehr bullische News. Eine weitere bullische News sehen wir hier von Moneygram. Diese möchten auch den Kauf und Verkauf von Bitcoin in einem ganzen Netzwerk von Einzelhändlern ermöglichen. Moneygram hat sich hier mit CoinMe zusammengeschlossen. Diese bieten hier unter anderem Bitcoin-ATMs, also Bitcoin-Maschinen an und diese möchten sie hier jetzt in 12.000 Einzelhändlerläden aufstellen und bis zum Q3 2021 möchten sie insgesamt in 20.000 Stores in 32 Staaten der USA diese Automaten aufstellen, wo man so Bitcoin kaufen und verkaufen kann für Bargeld und sie möchten auch insgesamt diese Automaten in 6.000 Supermarktkiosk aufstellen. Also hier sehen wir wirklich, der Zugang für Bitcoin wird immer leichter und somit werden wir auch immer schneller die Mainstream-Adaption sehen. Eine weitere bullische News sehen wir hier von eBay. Diese möchten jetzt den Handel, also den Kauf und Verkauf von NFTs für ihre 187 Millionen Nutzer zugänglich machen. Und sie sagen auch hier, innerhalb der nächsten Monaten, also innerhalb der kommenden Monaten, werden sie diese neuen Möglichkeiten hier auf ihrer Plattform implementieren und dann auch für ihre Kunden zugänglich machen. Dann kommen wir jetzt abschließend noch zu einer weiteren sehr bullischen News für Bitcoin. Und hier sehen wir, dass die Schweizer Bank UBS Group AG jetzt hier auch verschiedene Wege erkundet, um ihren wohlhabenden Kunden auch den Kauf von Bitcoin
anbieten zu können. Sie werden sich dafür wahrscheinlich mit einer dritten Partei zusammenschließen. Das könnte beispielsweise Grayscale sein, welche dann hier den institutionellen Bitcoin-Kauf vereinfachen für eben die Bankkunden. Solche Entwicklungen haben wir beispielsweise auch schon im Februar gesehen in den USA von der Bank New York Mellon, BNY. Diese hat ja auch ihren Kunden den Kauf von Bitcoin ermöglicht. Und somit sehen wir eben auch, dass es jetzt immer mehr Banken gibt, die hier wirklich dann ihren Kunden den Kauf von Bitcoin ermöglichen. Das ist hier wirklich eine sehr bullische Entwicklung. Kommen wir jetzt abschließend noch zu ein paar fundamentalen Bitcoin-Werten. Wir sehen, die Hashrate hat hier ein neues All-Time-High erreicht. Das heißt also, das Netzwerk ist so sicher wie noch nie. Wir hatten hier vor einigen Wochen einen sehr starken Abfall in der Bitcoin-Hashrate. Das hatte damit zu tun, dass es Überschwemmungen in China gab, worauf hier viele Miner kurzfristig das Mining beenden mussten. Aber ihr seht, wir haben uns hier von diesem Rückfall nochmal schnell erholt. Jetzt ein neues All-Time-High erreicht, was hier sehr wichtig ist für das Bitcoin-Netzwerk. Zusätzlich sehen wir hier ein neues All-Time-High an Bitcoin-Wallets. Das heißt also, wir haben so viele Bitcoin-Nutzer wie noch nie, was natürlich auch sehr bullish ist für das Bitcoin-Netzwerk. Kommen wir abschließend noch zu dem Stock-to-Flow-Modell. Und ihr seht, trotz dieser langen Seitwärtsphase und auch den Korrekturen, die wir innerhalb dieser Seitwärtsphase gesehen haben, wir sind hier immer noch genau dort, wo wir sein sollen. Ihr seht, wir folgen hier perfekt diesem aufsteigenden Pfad. Und wenn wir hier in die Vergangenheit schauen, wie ihr seht, wir haben hier bisher immer unseren Mindestpreis übertroffen. Das war jetzt 2011, das war so 2013, das war so 2017 und wird demnach höchstwahrscheinlich 2021 auch nochmal so sein. Ihr seht, das Modell sagt hier voraus, dass wir in dem dritten Quartal hier ca. $100.000 erreichen sollten. Und ihr seht auch, für das Modell sagt voraus, dass wir hier momentan ungefähr bei $50.000 bis $49.000 stehen sollen. Wir stehen aktuell hier noch circa bei $52.000, sind also hier immer noch über dieser Linie. Und solange wir hier nicht deutlich unter diese Linie abfallen, solange läuft hier immer noch alles genau nach Plan und es gibt keinen Grund zur Sorge. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.